Willkommen zu einer weiteren Folge von Command & Conquer Alarmstufe Rot 3 mit mir und Fuhr. Wo waren wir? Moin. Alliierte, ne? Wir sind Alliierte, ja. Ah, gut. Und spielen jetzt MT Rushmore. Mahnmal des Wahnsinns. Aber vielleicht bin ich wieder Russe, das wäre cool. Du bist ein Russe? Vielleicht wieder, ja. Wir waren auch normalerweise verbündet mit denen jetzt. Das war mal wieder vom Feinsten, Commander. Gute Arbeit. Danke, danke. Und tatsächlich, die Sowjets haben sich als wichtige Verbündete erwiesen. Sir, Premier Schadenko ist in der Leitung. Er sagt, es sei dringend. Wir werden Ihren Verrat nicht dulden, Bingham. Hören Sie mich? Meine Ratgeber hatten mich davor gewarnt, den Alliierten zu vertrauen. Ich verstehe nicht. Sagten Sie Verrat? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Eva! Sir? Scheinbar zielt eins unserer satellitengestützten Relaisysteme direkt auf Moskau. Ausgangspunkt ist ein amerikanischer Vorposten, von dem ich keine Ahnung hatte. Er befindet sich am Mount Rushmore-Monument in South Dakota. Was? Ackerman! Den Präsidenten, und zwar schnell. Was ist da passiert in dieser Mount Rushmore-Kommandozentrale, Mr. President? Die Russen verkaufen sie für dumm, mein Freund. Und solange ich Präsident bin dieser Vereinigten Staaten, werde ich das keinesfalls dulden. Bingham, Sie können mir später danken, wenn alles vorbei ist. Wenn was vorbei ist? Ackerman! Oh Gott, er hat den Verstand verloren. Sie sollten ihn stoppen, Commander, bevor er unsere Allianz mit den Russen unterminiert. Gegen den Präsidenten? Oh mein Gott. Präsident Ackerman ist unterwegs zum Mount Rushmore. Offenbar hat er dort einen persönlichen Stützpunkt. Es befindet sich dort anscheinend eine Art Superwaffe, die auf Moskau gerichtet und einsatzbereit ist. Wir haben nicht die geringste Ahnung, was sie dort erwartet. Aber eines ist klar. Wenn der Präsident Moskau angreift, werden die Russen zurückschlagen. Ich find's gut, dass du so leise bist, dann kannst du meine... Was? Wieso lädst du mich ein? Ah nee, das bist nicht du, Hoa. Ich hab auch eine Spieleinladung erhalten. Präsident Ackerman hat irgendeine am Mount Rushmore stationierte Geheimwaffe auf die Sowjetunion gerichtet. Ja, aber dein Echo hat's nicht das reduziert. Will, dass Sie ihn aufhalten. Ihre Mission ist einfach. Zerstören Sie den Sendeturm, bevor Präsident Ackerman die Abschusscodes durchgeben kann. Präsidententreue Truppen werden wohl versuchen, sie aufzuhalten. Wir sind in der Arena. Was Präsident Ackerman in dieser Region noch in petto hat. Sobald wir mehr wissen, melden wir uns. Viel Glück. Viel Glück. Ich bin bereit. Zerstören Sie den Sendeturm. Eieiei. Jetzt geht's los. Es geht los. Und in 2 Minuten fragst du wieder, was sollen wir machen? Es geht los. Was sollen wir machen? Ich hätte jetzt noch 2 Minuten warten müssen. Spione? Ingenieure? Toll, ey. Du kriegst Tanja. Ich fürchte, der Präsident hat den Verstand verloren. Ich kann das einfach nicht fassen. Nee, Tanja war die Russin, ja. Naja, egal. Wir haben unseren Job, Commander. Zerstören Sie sofort den Sendeturm, bevor er den Feuerbefehl erteilt. Neues Einsatzziel. Das ist Tanja. Das Kraftwerk, das die Abwehrsysteme der Basis mit Energie versorgt, ist im Nordwesten. Zerstören Sie es, um die Geschütze abzuschalten. Neues Bonusziel erhalten. Kraftwerk. Ja, dann marschier mal vor. Du musst mit den Spionen da. Ne? Spion bereit. Was soll ich denn da machen? Na, du visierst einen von den Gegnern an und dann zum Beispiel die Hunde und dann siehst du aus wie so ein Hund. Aber wir sollen doch den Sendeturm zerstören. Was bringt mir der Spion da? Ja, du sollst doch das Kraftwerk da kaputt machen. Wie soll ich mich tarnen? Claro. So, ich visiere ihn an. Bleib ich die ganze Zeit so dort dann? Nee, das ist nur eine begrenzte Zeit. Okay. Bin ich jetzt so dort? Schnell wie der Wind. Für König und jetzt Vaterland. Jetzt kannst du da in das Kraftwerk. Jawohl. Wenn die Hunde mich nicht fressen. Richtig. Jawohl. Und die fressen mich. Ja, Commander. Wie gesagt, ich bin unbewaffnet. Tarn dich mal als Hund. Operation läuft. Undercover. Toll. Okay, Operation also müssen läuft. Die Hunde müssen weg. Ja, Commander. Okay. Claro. Pass auf, das ist ein Geschützturm. Ja, Sir. Ja. Das gefällt Ihnen, was? Pass auf, du bist nicht tarnt. Wieso bin ich jetzt nicht mehr mit dir tarnt gewesen? Ne, wegen dem Hund. Commander, weil du den getötet hast? Ja. Ne, vorher der. Ich mach dir schon mal die Hunde weg. Operation läuft. Der Verbündeter wird angegriffen. Huch.
Da ist ja ein Soldat gewesen. Claro. Ich kann aber nicht in das Kraftwerk rein. Oder doch? Bist du sicher? Doch. So. Bei dem Hauptding ist dann da noch ein Hund drin. Infiltriert. So, ich bin drin, ja. Ja, ja. Jetzt, das bleibt doch nicht ewig dauern. Jetzt muss ich das schnell zerstören. So. Naturgefällig? Wie Sie wünschen, Sir. Jawohl. Befordert. Bonusziel erreicht. So, jetzt ist das. Der Stützpunktverteidigung unterbrochen. André schützt auch offline. Erobern Sie, Sie das. Ja, das krieg ich doch hin. Hallo Zentrale. Hi. Ich hab die Pläne Hallo hier. Hallo Zentrale. So. Oh, ob sie da oben überladen ist. Also zerstören, ne? Dann kann ich ja da reingehen und die Pläne Leutchens da töten. Feindliches Gebäude erobert. Neue Bauoptionen. Hast du das Ding übernommen? Ja. Jo. Einsatzziel erreicht. Ohne den Sendeturm kann Ackerman die Abschusscodes nicht durchgeben. Aha. Und er fährt da oben lang gerade. Da keiner von ihnen den Schneid hat, etwas zu tun, muss ich wohl selbst die Sowjets ins Jenseits befördern. Und nichts wird mich davon abhalten. Sollte mein Herz nicht mehr schlagen, wird die Waffe abgefeuert. Genau. Oh. Warte. Er hat es getan. Er hat völlig den Verstand verloren. Sie müssen ihn aufhalten, Commander. Und verhindern Sie, dass diese Waffe feuert. Wenn Sie es nicht tun, werden die Sowjets garantiert zurückschlagen. Ich weiß, ich verlange wirklich viel von Ihnen. Aber das Schicksal der freien Welt liegt in Ihren Händen. Das ist... Nee. Schlachtfeld erweitert. Das ist zu viel. Wird diese Waffe aktiviert, dann werde ich ohne zu zögern alle Waffen, die ich habe, auf die USA abfeuern. Habe ich mich klar ausgedrückt. Was sagt er? Oh, das meint's. Neues Einsatzziel erhalten. Nee, das ist der meins. Achso, das ist auch eine Basis. Hier gehört die Waffenbasis. Ja. Achso, das ist geil. Ach hier, ich kann doch alles übernehmen. Du kannst die da unten den Ohrturm da machen. Neue Bauoptionen. Da unten ist noch so ein Wort. Feindliches Gebäude erobert. Ja, ja. Feindliches Gebäude erobert. Die Kontrollzentren der Köpfe. Wo ist denn meine Tanja? Sie müssen Ingenieure über ihnen abwerfen. Ein MBF könnte ich jetzt noch bauen. Wenn ich da jetzt ihr Schutzding da kaputt mache. Unser Verbündeter wird angegriffen. Das war clever. Hä? Versteht mich. Du kannst ja gar nicht machen, ne? Oder was? Oh, doch. Doch, ich kann bauen. Schick mal einen von deinen Ingenieuren. Oder hast du schon? Hier rechts unten. Das neben uns eine Ausbildung. Ölding. Du, das werde ich nicht machen, weil wenn ich da in der Kaserne einen Ingenieur baue, dann wird der Geschützturm gleich raufballern. Rechts neben unserer Basis, 2 Meter neben uns, ist eine Ölding zum Einnehmen mit einem Ingenieur. Und du, bei mir. Dir ist schon klar, dass ich eine andere Basis habe, ja? Ja, aber du hast doch bei mir hier die Ingenieure stehen. Ach so, stimmt, hab ja noch. Wo sind die denn? Die hier bei mir im Weg. Ich hab die Pläne hier. Du hast da drüben die Basis. Ja. Ah. Wird gebaut. Ach so. Was können wir für Sie tun? Das Lustige ist ja, dass du schon Ausbildungslager hast, ne? Ja. Wie Sie wünschen. Du hast sogar 2. Jawohl. Warum hast du jetzt nochmal ein MBF gebaut? Weil ich keinen Bauhof habe. Und doch, was ist das da unten bei dir?
Herrlich, er baut das. Jawohl. Scheiße. Ah, das, kacke. Doch, finde ich. Das gut. Ist für später. Wird gebaut. Alles schon durchdacht. Scheiße. Doch. Ist interessant. War schon logisch. Ich muss mal erstmal wieder reinkommen. Abgeschlossen. Ich find's gut. Oh, keine Energie, willst du mich verarschen? Hä? War das hier gerade ein Fahrzeug? Und das, der Präsident fährt da und rum. Bohrturm erobert. So, was können wir denn da bauen? Panzer, Abwehr. Am besten ich baue auch erstmal ein MBF. Allzeit bereit! Wir kriegen das hin! Der war echt. Wir haben unter dem Mount Rushmore enorme Energieschwankungen gemessen. Der war wird echt gebaut. Gut. Oh, oh nee. Feindliches Gebäude erobert. Wie war das hier? Mars Attacks oder? Ja, und worauf der da jetzt hier ballert? Weiß ich nicht. Sind das da deine? Da hinten auf die Panzer. Also kommen wir ja nicht wirklich nah. Die Waffen des Monuments werden gespeist von drei Energiequellen. Jede eroberte führt zur Deaktivierung eines Kopfes. Schnell beeilen Sie sich. Der Präsident könnte die Waffe jederzeit aktivieren. Na klar. Kommt jetzt ein Timer. Bonusziel erhalten. Hä? Bei dir da unten? Das soll man übernehmen? Verbesserte Luftfahrt autorisiert. Ja, das krieg ich doch hin. Oder nee. Ich muss irgendwas zum Fliegen haben. Da gab's da nicht Helis. Transport-Helis? Zum Fliegen mit Leute reinpacken. Bei den Alliierten wüsste ich jetzt nicht. Doch, war doch in der letzten Mission. Da sind wir da auch mit den Helis geflogen. Ach nee, da hattest du ja die Russen, ne? Mhm. Er hat da erstmal seinen MBF unten geparkt. Vor allem hat er jetzt schön mein Ölbohrturm eingenommen. Das ist ein Sack. Sollte ich doch. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was? Achso, mein. Verkaufe ich. Gebäude verkauft. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. So, du kriegst Besuch, ne? Das heißt, ich krieg Besuch und ich habe keine Abwehr. Sehr gut. Javelin einsatzbereit. Unser Verbündeter Status wird angegriffen. Bericht. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mein Freund. Wird gebaut. Ja, zum Glück hast du noch einen Bauhof. Und das bringt dir was? Hä? Und das bringt dir was? Die Physik noch nicht. Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Die machen mich hier ein bisschen kaputt. Gute Entscheidung. Ich schick mal ein paar Flugzeuge. Oh, vor allen Dingen, sie kommen wieder zu mir hier, weißt du? Ja klar, ist doch gerecht, oder nicht? Easy, hast du hingekriegt. Oh, hier ist ein Geschützturm. Ja. Wird angegriffen. Guardian Panzer einsatzbereit. Oh, Junge. Wird gebaut. So, vielleicht sollte ich auch mal ein paar Geschütztürme bauen, jetzt so. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Guardian Panzer einsatzbereit. Wird gebaut. Das mit der Verteidigung hatten wir nicht so gesagt. Hatten wir nicht so gesagt? Nee, das war. Oh, du kriegst immer mehr Besuch. Cool. Bau abgeschlossen. Die konnte man nochmal drehen. Die Gebäude. Die konnte man drehen? Ja, und eine Taste und dann. Ja, keine Ahnung. Hä? Ah, die haben. Alter, die sitzen schon wieder hier. Pisse, die greifen mich mit Flugzeugen an. Bau abgeschlossen.
Reparatur läuft. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Oh, von da hinten auch? Der reagiert gar nicht. Neue Bauoption. Nein, mein Flugfeld ist kaputt. Wird angegriffen. Die Waffensysteme von Lincoln sind jetzt online. Neues Bonusziel erhalten. Wird gebaut. Alter. Wo sind die überhaupt die Köpfe? Ich sehe die gar nicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die sind genau in der Mitte. Links von dem grünen Dreieck. Ach, Bau abgeschlossen. So viel dazu. Guardian Panzer ist bereit. Darauf haben die Jungs schon gewartet, Sir. Eine Einheit wird angegriffen. Jo, die macht mich echt hier ganz schön platt. Ja, bei mir auch. Guardian Panzer. Reparatur läuft. Machen die Türme mehr Damage, wenn sie Einheiten drin haben? Ja, weil du die dann ja auf 1 Bau abgeschlossen. Spezialisierst, glaube. Wird gebaut. Reparatur läuft. Oh, jetzt kommen die schon wieder mit Flugzeugen an, die geht bei einem auf den Sack, ey. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Junge, Junge. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, von hier rechts unten können sie ja nicht so wirklich kommen. Das Oberkommando hat den Bau von Spektrumtürmen autorisiert. Diese bilden eine effektive Fahrzeugabwehr. Ja, toll, bringt mir nichts. Spektrumtürme? Na, diese Prismatürme da. Achso. Wird gebaut. Ausbildung. Hier ist noch ein Fahrzeug. Javelin einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Javelin einsatzbereit. Ich baue einfach noch Flugzeuge zur Flugzeugabwehr. Fertig ist, ey. Javelin einsatzbereit. Bereit. Gehen wir. Javelin einsatzbereit. Okay, Coach. Was liegt an, Coach? Erstmal schön Luft abwehren. Javelin einsatzbereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Javelin einsatzbereit. Wird gebaut. Bauhof wurde doch vorhin auch angegriffen. Hab ich überhaupt noch Bauhof? Javelin einsatzbereit. Ach da. Javelin einsatzbereit. So. Nicht schlecht. Wird gebaut. Javelin einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Javelin einsatzbereit. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Welche waren denn letztes Mal so gut, der die Zentrumbomber, ne? Wie kommen wir denn jetzt in die scheiß Dinger rein? Wir haben gar nichts zum Transportieren irgendwie. Ich weiß nicht, ob dieser kleine Heli da... Das Lasersystem des nächsten Präsidentenkopfes ist online. Nee. Erwarte Befehle. Der Himmel gehört uns. Jetzt kriegst du Besuch. Ach so, mein nächster Bordwurm. Sind jetzt online. Reparatur läuft. Neues Bonusziel erhalten. Ich bin bereit. Wie viele denn noch? Alles klar. Wie kommen wir jetzt da oben hin? So, ich habe neue. So, dann bauen wir mal hier in die Ecke auch nochmal Luftabwehr. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Oh. Die wollen es aber auch wissen, ey. IFV erwartet Befehle. Oder sollen wir die zerstören? Wen willst du zerstören? Die optionalen Ziele. IFV erwartet Befehle. Die sollen wir zerstören, ey. Ja, das war eine Frage. Einnehmen oder zerstören? Apollo hier. Zerstören, immer zerstören. Lol, was war das denn für ein Strahl? Schießt sie ab. IFV erwartet Befehle. Der Himmel gehört ich baue was hin und komm... Roger. Was ist das denn? Feuer
Hast du das gesehen? Nein. Ja, da kam so ein gelber Strahl. Ja, wahrscheinlich wird das ein Turm sein von dem. Und der reicht bis dahin, oder was? Ja, scheinbar. Das für ein Schwachsinn. Wir könnten auch erstmal ein Pröschen machen. Das können wir gleich machen. Ja. Ich bin zu allem bereit. Fahren wir los. Junge, Junge, Junge. Ich guck jetzt mal kurz nach. Ist das wirklich erobern? Ja, da können wir doch eh gleich nachgucken, wenn wir Päuschen machen. Ja, ist trotzdem erobern. Aber ich habe eine Idee. Unser Verbündeter wird angegriffen. Was könnte man leicht attackieren? So. Man, der hat eine gute Verteidigung, ist scheiße. Zielgebiet wählen. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Hat natürlich nicht geklappt. So, dann lass jetzt erstmal Päuschen machen. Gut, Spitze, bedanke mich. Tschüss. Tschüss.